Hallo Leute, 16 Uhr, der bedingungslose Nachmittag, live aus der Abbaubar in Prenzlauer Berg. Und ich bin heute extrem heiser, deshalb verlasse ich mich heute auf meinen Co-Moderator Olaf Michael Ostertag und übergebe auch gleich. Na, das wird dann heute mit anderen Worten eine Sondersendung. Es ist zwar der normale Sonntag, der zweite Sonntag im Monat, und wir haben gedacht, wir machen einen ganz normalen bedingungslosen Nachmittag mit einem ganz normalen bedingungslosen Grundeinkommen-Thema. Und dann ist uns aufgefallen, das geht irgendwie nicht, wenn wir live aus Berlin senden am 9. November. Und dann ist es also der normale, turnusgemäße Tag, aber doch irgendwie eine Sondersendung, denn wir haben heute zwei Zeitzeugen vom 9. November 1989 bei uns im Studio. Man muss das dazu sagen, weil es gibt ja auch noch diverse andere 9. November. Bei uns sind Bernd Kähne, er war 1989 beim Neuen Forum und hat also die Bürgerbewegung quasi so direkt und live und in Farbe miterlebt, hat auch einen Zeitungsausschnitt dabei, wo er uns nochmal wahrscheinlich etwas darüber sagen kann, was da genau passiert ist, was er erlebt hat, was er vorher erlebt hat, was er nachher erlebt hat. Das wollen wir uns gerne heute gemeinsam erarbeiten. Vielleicht ist das ein merkwürdiges Wort zu so einer Radiosendung, aber man kennt ja viele Geschichten tatsächlich nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, kann das ein sehr interessantes Gespräch werden. Sehr interessant wird auch das Gespräch mit Norbert Seichter. Er ist heute der Bezirksvorsitzende der Linken in Marzahn-Hellersdorf. 1989 war er an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, dort in einer Parteifunktion, und gehört zu denjenigen, die mit dafür gesorgt haben, dass am 4. November eine große Demonstration auf dem Alexanderplatz stattfinden konnte. Und dort ist ja so viel Historisches passiert, das wird man wahrscheinlich nicht in unsere zwei Stunden packen können, aber interessant und spannend ist das allemal. Darauf freuen wir uns dann gleich, wenn wir in die Sendung einsteigen. Sagst du doch dann noch als Letzte zu mir? Danke, Olaf. Dann sage ich doch noch mal, wer sonst noch so im Studio ist. Also die Dame, die sich vorhin gerade entschuldigt hat, dass ihre Stimme nicht so besonders kräftig ist, ist die Redakteurin im Studio. Genau, ich muss mich jetzt, das ist jetzt meine Schuld, weil ich habe Olaf erst 3 Minuten vor der Sendung darauf aufmerksam gemacht, dass er heute hauptsächlich moderieren muss. Also natürlich, ich stelle nochmal Mit anderen Worten, das Team sollte sich auch nochmal vorstellen. Wie gesagt, ich war gerade dabei, Juliane Beer, unsere Redakteurin im Studio, mein Name Olaf Michael Ostertag. Wir haben den Satiriker im Studio, wie immer, Rolf Gänzrich dabei. Und ich unterbreche dich jetzt gleich. Wir sind ja nicht im Studio, wir sind hier in der Abbaubar am Zentrum Danziger 50. Was ein mobiles Studio ist. Also ja, aber letztendlich ist es eine Bar und kein Studio. Gut, manchmal sagst du auch, es ist das Zentrum Danziger 50. Ja, das ist auch. Also, wer uns finden will in Berlin, wird uns im Prenzlauer Berg in der Adresse Danziger Straße 50 finden. Man kann auch nach wie vor hier zu uns in die Abbaubar kommen und live mit uns mitdiskutieren, hier vor Ort oder aber auch im Chat online unter www.rockradio.de. Und für die Musik und dafür, dass das bei uns alles technisch wirklich gut abläuft, sorgt, wie schon seit den letzten 3 Sendungen, Klaus Schnabel-Köplin. Herzlichen Dank. Steigen wir jetzt mal in die Musik ein? Nee, noch nicht. Nee, ich möchte ja noch Kickermarkt-Film auf den aufmerksam machen, dass der da ist und das Ganze mitfilmt. Außerdem haben wir hier noch Leute in der Kellerbar, in der Abbaubar, die natürlich auch noch Fragen stellen können. Mhm. Meinetwegen können wir jetzt Musik machen. Meinetwegen auch. Das war das Lied von Cäsar und ihr hört rockradio.de, das Ganze live aus der Abbaubar im Zentrum Danziger 50 am Prenzlauer Berg. Olaf Michael Ostertag, du gehst jetzt mit dem ersten Gast rein, mit dem Bernd Kähne, 3 Sätze dazu.
auch Fotograf der Prenzlberger Ansichten, wir arbeiten ja gelegentlich zusammen, wa? Das schließt gleich an die Frage an, die ich zuerst stellen wollte. Der 9. November 1989 ist ja kein singuläres Ereignis, sondern da gibt es ja eine ganz, ganz, ganz lange Entwicklungsgeschichte davor. Und gibt es einen Augenblick in der Zeit davor, Bernd, wo du dir gesagt hast, ich habe jetzt so eine Art Sprung, ich habe verstanden, in welche Richtung ich gehen muss, und ab da gab es dann etwas anderes als zuvor, oder wie kam es dann eigentlich dazu, zu dieser zu dieser Bürgerbewegung, zu dieser diese Zeit vor dem 9. November, ja, war geprägt durch wahnsinnige Ereignisse. Nicht nur für den normalen Bürger auf der Straße, sondern vor allen Dingen für Menschen, die sich klamm und heimlich, also konspirativ, für die Opposition entschieden haben. Da gab es ja sehr viele Bewegungen. Aber Zeit war nicht dazu da, jetzt irgendwie historisch darüber nachzudenken, ja, wir machen jetzt ganz was Besonderes. Nein, die Leute, die hierbei waren, das waren Menschen, die getrieben oder angetrieben wurden von der inneren Unzufriedenheit. Das war nichts Historisches. Das hatte man nicht vor, auf keinen Fall. Ich wollte das nur mal zum Ausdruck bringen, wie ich zum neuen Forum kam. Das war ein Zufall. Ich habe hier Dokumente bei. Da sind nicht alle. Das erste Dokument ist nicht da. Das war lediglich eine Thermopause. Die habe ich auf einer Toilette gefunden, im Energiekombinat. Und das war im Juni 1989. Da wurde drin gebeten, dass man sieht, dass man Bärbel Bohley anruft oder Jens Reich oder andere Leute, die dort als Erstunterzeichner tätig oder sich ausgewiesen haben. Da habe ich dort angerufen und wurde ich eingeladen zu Bärbel Bohley. Und da haben wir drüber gesprochen, was zu machen ist. Dann hat man hat denn solche Gruppen gebildet. Im August die ersten, oder nein, das war schon Juli. Juli Gruppen gebildet. Aber man hat mir alles überlassen, wie ich das mache, war völlig Wurst. Man hat mir nichts oktroyiert, nichts, gar nichts. Dann habe ich mir Leute ausgesucht, erstmal im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis, und dann haben wir uns getroffen. Da haben wir drüber gesprochen, über das damalige eben erwähnte Stück Papier. Alles ganz, ganz geheimnisvoll. Niemand durfte was davon wissen. Wir hatten ja auch Angst verhaftet zu werden, was ja auch geschehen ist dann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Dieses erste Dokument, das hat uns eigentlich beflügelt. Da stand in den ersten Sätzen, oder in den ersten Worten stand, in der DDR findet kein Dialog mehr statt zwischen den Funktionären und der Bevölkerung. Das war eigentlich der Satz. Ja, das stimmt. Nirgendwo. Der Parteisekretär im Betrieb, das war eigentlich ein Inquisitor. Da hat man sich gar nicht hingetraut. Wenn, dann, nur dann, wenn man Beziehung hatte, dann ging das auch. Zu meiner Person muss ich dazu sagen, ich hatte auch Beziehung. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Parteisekretär, weil ich auch Vorsitzender der Konfliktkommission dieses Betriebes war. Da bin ich deswegen reingekommen, weil ich auch Schöffe war an einem Gericht. Letztendlich, wenn ich irgendwelche Probleme hatte, konnte ich immer zu meinem Parteisekretär gehen. Niemand hat mir geholfen, aber der konnte mir immer helfen. Aber das heißt doch lange nicht, dass seine Ideologie meine war. Im Gegenteil. Als er dann erfuhr, dass ich beim neuen Forum bin, da hat er mich natürlich entlassen, da wurde ich entlassen im Energiekombinat, aber zwei Tage später wieder eingestellt und nur mit einem strengen Verweis bestraft. Das war ja schon eigentlich unter normalen Bedingungen. Hätte man mich ja verhaftet, das ist auch geschehen. Einen Tag hat man mich dann zur Genzler Straße gebracht, da war ich einen Tag. Man hat mich dann aber wieder nach Hause gefahren. Wenn eben ein Gefängnisinsass entlassen wurde, der wurde nie nach Hause gefahren. Nie. Aber mich hatte man nach Hause gefahren. Der Betrieb, das weiß ja jetzt erstmal genauso wenig wie ich, jeder am Radio draußen, VEB Energiekombinat, hattest du gerade gesagt. Wie lange warst du da zu dem Zeitpunkt? Das waren genau 11 Jahre. 11 Jahre, also so ab 78. Genau. Und
In diesem Betrieb gab es dann also, weil du gesagt hast, du hast diesen Zettel auf der Toilette gefunden, da gab es dann also unter der Belegschaft wahrscheinlich viel Unmut und Diskussionen oder wirklich verborgenerweise vorher. Richtig. Und dann irgendjemand kommt auf den Gedanken, so einen Zettel dann zu verteilen und dann... Darf du jetzt mal einhaken? Ja, natürlich gab es schon Opposition davor, schon 1982 wurde hier um die Ecke dieser Hirschhof, gab es dort schon die erste Opposition von Leuten, die sich gegen den Abreiß dieses Viertels gewehrt haben. Ja, ich habe ja versucht, mit 78 mal einzusteigen. Also würde das gerne wissen, wie rollt das los? Also es ist ja deswegen die Frage zu Anfang, gab es da so einen Knackpunkt, so einen Moment? Richtig. Dieser Knackpunkt, den habe ich natürlich in dem Moment nicht gespürt, als ich diesen Zettel in der Hand hatte. Aber dieser eine Satz hat mich dazu bewogen, sogar zu meinem Abteilungsleiter hinzugehen, nein, zu meinem technischen Direktor, ihm das zu zeigen. Hier, Klaus Täuber, das werde ich jetzt tun, was da drin stand. Da war er voll entsetzt, hat mich da mit mir diskutiert, dass ich ein Verräter bin, aber er hat nichts gemacht. Er hat weder mich irgendwie rausgeschmissen, nein, dann kam es ja dazu, dass ich mit meinem Parteisekretär darüber sprach und dann wurde ich erst entlassen. Und dieses Schreiben, ich weiß nicht, wer das alles noch in die Hände bekommen hatte. Jedenfalls, das hat zumindest in Berlin, und im Nachhinein hat man das ja auch erfahren, dass dieses erste Schreiben, dieser Aufruf, eigentlich der Auslöser war für eine gewaltige, konspirative Tätigkeit in vielen, ich sag mal, Schichten der Berliner Bevölkerung, was mir damals... Ich wusste gar nicht, dass das so weit nach draußen getragen war zu diesem Zeitpunkt. Das hat man ja erst hinterher erfahren. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mit diesem Schreiben wurde eine Bewegung ausgelöst. An ein Ereignis möchte ich daran erinnern. Und zwar hatten wir sechs uns wieder mal getroffen und haben vereinbart, wir treffen uns in der freikirchlichen Kirche am Parkplatz. Wir dachten, wir sind 10 Leute. Und dann werden wir darüber reden, wie wir weitermachen. Als wir in die Kirche kamen, waren 1000 Menschen drin. Wir waren überwältigt. Wir waren sprachlos. Wir wussten gar nicht, was wir machen sollten. Vor allen Dingen die Frage, woher wussten diese Menschen, dass wir uns dort treffen? Die Frage konnte uns keiner beantworten. Gewiss waren da viele Stasi-Leute bei. Gewiss, geht gar nicht anders. Aber diese Symbolik, die sich dort hinter verbirgt, dass Menschen Dinge aufgenommen haben, ohne dass es irgendwie publik gemacht wurde, jedenfalls nicht durch uns. Da saßen denn wirklich über 1000 Menschen, die wollten von uns wissen, wer ist das neue Forum? Natürlich, das konnte man ein bisschen erläutern, aber unsere Ziele waren damals noch nicht abgesteckt. Ich habe hier ein kleines Programm bei. Die ersten... Das muss da sein, ne? Ja. Also wir haben jetzt hier, das muss man jetzt auch erklären für die Leute, die es jetzt nur hören, die ersten Texte des neuen Forums steht auf einer Seite. Ja, wir haben aber nicht jeden, der den Lives, das Live sieht, wir haben Radiozuhörer. eingescannt ist das. Also es gibt Leute, die hören uns nur. Und dies hier ist jetzt also beispielsweise ein, wie nennt man sowas, eine Lithografie oder wie auch immer? Ein ganz normaler Druck. Ein ganz normaler Druck, erschienen in der Zeit vom 9. September bis 18. Dezember 89, steht drunter, sieht also die ersten Texte des neuen Forums, sieht schon sehr professionell aus. Wie hat sich das verbreitet? Das lag dann überall aus. Das hätte eigentlich jeder bekommen können. Wer so ein bisschen in die Szene hineingeschaut hat. Ja, du warst doch gar nicht so einfach. Es gab doch ein Kontingent an Druckmaterialien, an Papier und so weiter. Weißt du ungefähr, wie das ging? Also es gab eine Kirche von unten. Ah, okay, alles klar. Dort war die Möglichkeit, an derartige Vervielfältigung heranzukommen. Aber hier muss ich noch eins zu sagen. Das erste Schreiben ist hier nicht drin. Der erste Aufruf fehlt. Der entscheidende Aufruf ist hier nicht drin. Was hier drin steht, das war ja schon fast legitimiert. Das, der 8. September, da war ja das neue Forum schon in der DDR bekannt.
Da war es zwar noch nicht erlaubt und wurde auch noch als staatsfeindlich eingeordnet, aber es wurde nicht mehr verfolgt. Es wurde niemand mehr verhaftet, mal abgesehen jetzt von der Gethsemane-Kirche, von dieser Demonstration. Aber aufgrund der Tatsache, dass hier sich das neue Forum offiziell dargestellt hat, wurde niemand verhaftet. Also der 18. Dezember 89 ist ja schon ein Datum, das liegt ja schon in dem Bereich der runden Tische. Und ja, der, genau. Der, also nach dem 9. November, da ist dann also mit anderen Worten alles schon mehr oder weniger offiziell. Und es ja, geht dann auf die Kommunalwahlen zu. Richtig. Es geht darauf, dass die Parteien zugelassen sind und dass sie sich präsentieren sollen den Wählerinnen und Wählern. Ja. Aber bevor es dazu kam, dass sowas gedruckt werden konnte, wir sind ja noch vor dem 9. November 89, du hast gerade selber die Frage gestellt, 1000 Leute kamen da in der Kirche zusammen und wollten wissen, was ist das neue Forum? Richtig. Was habt ihr da gesagt? Da haben wir gestammelt erstmal. haben wir uns erstmal darauf berufen, dass wir eine Bürgerbewegung sind, keine Partei, und wir haben auch nicht vor, uns als Partei irgendwann darzustellen. Wir sind eine Bürgerbewegung, die zu tun hat. In der Bevölkerung, das, was in der Bevölkerung geschieht, zum Beispiel, dass sich die Bevölkerung aufrafft, jetzt sich zu erheben, also es war ein Aufruf zur Revolution, kann man schon so sagen, aber nicht mit Waffen und Flinten und Schrotgewehren, nein, sondern eine friedliche Demonstration war angedacht, die ja dann auch zustande kam. Mehr nicht. Und das reichte erstmal aus, wirklich in der Bevölkerung eine gewaltige Bewegung hervorzurufen. Und jetzt diese Vorstellung, es muss eine große Demonstration geben, ist schon beinahe der Cliffhanger zu unserem nächsten Gespräch. Wir machen dann nach der Musik weiter mit Norbert Seichter, dem, wie schon eingangs in der Moderation erwähnt, Parteisekretär, mit dem man ja da dann nicht hat sprechen können. Und dann gucken wir mal, wie es mit dieser Demonstration weitergegangen ist, und dann kommen wir in der zweiten Stunde nochmal komplett ins Gespräch und fragen, wie hat dieser 9. November eigentlich jeweils für euch ausgesehen und was hat er in dem Augenblick bewirkt und was sind die Folgen noch für heute. Also kommen wir jetzt mal zu einer Musik. Ich bin gespannt, was es zu hören gibt, und das sagt uns nachher dann wieder Rolf Gensrich. Hier ist rockradio.de, das Ganze live aus dem Zentrum Danziger 50. Hier sind sogar Gäste, Horchen, ja? Prima, wunderbar. Also wir sind ja nicht ganz trocken. Das Lied, das war eben so kleine Hände, eine Interpretation von City. Julian, und jetzt kümmern wir uns um den zweiten Gast. Genau, und das ist Norbert Seichter, und er hatte mir ein paar Infos gemeldet, und ich bin gleich gestolpert über SED-Parteisekretär an der Volksbühne. Was können wir uns darunter vorstellen, Norbert? Ja, da muss man darauf verweisen, dass die SED in der DDR die führende Rolle beanspruchte. Und um diese führende Rolle durchzusetzen, hatte sie in jedem Betrieb, in jeder Einrichtung eine Grundorganisation der Parteimitglieder, und derjenige, der oder diejenige, die zum Vorsitzenden gewählt wurde, wurde nicht bestimmt, sondern gewählt, allerdings von den SED-Mitgliedern, nicht von den anderen, und die waren in der Regel ehrenamtlich, also nicht hauptamtlich. Ich war an der Volksbühne hauptamtlich, nicht, dass ich mich dafür gemeldet hätte, aber es entstand an der Volksbühne Anfang der 80er Jahre eine Situation, in der der diese Funktion hatte, nämlich Klaus Mertens, ein Schauspieler, erklärt hat, er macht das nicht mehr. Er hat jetzt die Schnauze voll. Jetzt muss jemand anders herkommen und die Politik der Partei erklären. Er kann das nicht mehr. Anfang der 80er Jahre, wohlgemerkt. Ja, und dann traf es mich, und wie das so ist, ich war vorher Funktionär im Jugendverband gewesen, der FDJ, kennt auch im Westen kaum jemand, doch, es gab auch im Westen der FDJ, aber hier war es sozusagen der Jugendverband. Ja, und dann wirst du halt bestellt in die SED-Bezirksleitung, das war die
zentrale Leitung für den Osten von Berlin. Darf ich nochmal nachdenken? Ja. Das waren ja auch Häuser, die speziell abgeschottet waren. Da wusste man, da also, das ist ein Gitter vor dem Fenster, dass da niemand reinkommt und so weiter. Es war ja wie eine Festung, diese Parteizentralen. Ja, also da gab es Wachen und du brauchtest einen Ausweis, aber Festung war es in dem Sinne nicht. Also heute werden ja solche Häuser auch bewacht. Also es war nicht für mich das Problem. Also ich wurde hinbestellt. Vielleicht wurde mal so ein Vergleich zu der BND-Zentrale? Also nein, also bei der Schwarzkopfstraße. Gut. Wurde hinbestellt und man hat mir gesagt, Norbert, du gehst, an die Volksbühne als Parteisekretär. Habe ich Nein gesagt, das mache ich nicht. Aber als Mitglied der Partei und als Funktionär hast du dich nicht lange wehren können. Ich habe es dann doch gemacht, bin hingegangen. Der Hintergrund war folgender und da sind wir auch beim gestrigen Tag und beim vorgestrigen Tag und auch bei Wolf Biermann, die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 aus der DDR, ein unerhörter Vorgang, auch in rechtlicher Sicht hat ja eine breite Solidarisierung innerhalb der Künstler und Kulturschaffenden zur Folge gehabt. Ich will hier sagen und ganz deutlich sagen, weil ich das weiß, nicht mit Wolf Biermann, sondern gegen die Tatsache, dass jemand ausgebürgert wird, der unbequem ist. Und es gab Unterschriftenlisten und es gab Gegenunterschriftenlisten und an der Volksbühne war es so, der Anteil der Schauspieler, die in der SED waren als Mitglieder, war relativ hoch und es gab viele Weigerungen, das zu unterschreiben. Also das war auch ein Hintergrund, wo man sagte, jetzt muss da ein hauptamtlicher Parteisekretär hin, das war ich. Und dann kam ich also im September 82 an die Volksbühne als Parteisekretär. Was mich da erwarten würde, habe ich auch nicht gewusst, aber vielleicht können wir das ja im weiteren Gespräch dann klären. Ja, also natürlich ist so ein Parteisekretär in irgendeiner Art und Weise auch dafür verantwortlich, was die nächsten Inszenierungen nicht zeigen sollen. Nehme ich doch stark mal an, da gab es doch dann immer lange vor Premieren, gab es dann Abnahmen und dann wurden Änderungen verlangt. War deine Rolle da auch in irgendeiner Art und Weise herausgehoben? Also das gab es alles. Ich will es, und auch in der Folgezeit bis fast zum Ende der DDR, hat es Verbote, hat es Einwirkungen von außen gegeben. Ich will es mal so sagen, als ich hinkam, probte Heiner Müller gerade Macbeth von Shakespeare. Ich bin in die Proben gegangen, habe gesagt, was macht er da, was macht das Theater da? Und nach kurzer Zeit war die Premiere. Dann gab es eine Kulturkonferenz der FDJ und dort hat der damals Kultursekretär der FDJ, Hartmut König, dieses Stück Förrissen als Volksbühnenpeinlichkeit bezeichnet. Und die Partei hat sich natürlich dazu verhalten sollen. Ich habe ihn an die Volksbühne eingeladen, natürlich ist er nicht gekommen, obwohl wir uns gut kannten. Und dann vermeinte ich zu erkennen, was Heiner Müller mit dieser Inszenierung will. Also wer die Stücke von Heiner Müller kennt, der weiß, dass seine produktivste Phase oder die produktivste Phase seines Schaffens in den 50er Jahren lag. Und hier hat er sich fast in jedem Stück mit dem Stalinismus und seinen Wirkungen unter den konkreten Bedingungen der DDR auseinandergesetzt. Natürlich war das nicht genehm, ob im Bau, im Auftrag oder auch in Macbeth. So, und ich habe erkannt, hier gibt es wieder die Auseinandersetzung mit der Macht, die sich an der Macht halten will und dafür tötet. Und dieser Zusammenhang, der war natürlich sehr dramatisch und ich habe das in der Parteiversammlung dann so gesagt, dass das mein Eindruck ist. Und die Genossen haben gesagt, nee Norbert, das siehst du falsch, so ist das nicht. Und dann habe ich eine Nacht mit Heiner Müller darüber geredet und genau so, wie ich mir es dachte, so war es auch. Heiner Müller hat mir das bestätigt. Und dann bin ich in die Parteiversammlung gegangen und habe gesagt, das ist die Intention von Heiner Müller mit diesem Stück, die Abrechnung mit dem Stalinismus und mit der Macht, die sich an der Macht erhält, auch um diesen Preis. Das war natürlich dann eine Situation, wo ich Heiner Müller im Rücken, aber immerhin ein unerhörter Vorgang an einem Theater. So, Heiner Müller ist auch derjenige gewesen, der nicht, Heiner Müller war nicht Genosse, war nicht in der Partei. Heiner Müller hat mir kurz danach in einem längeren Gespräch erklärt, 1982, dass die DDR am Ende ist und untergehen wird. Na, das muss man sich mal vorstellen. Ein Parteisekretär, ein parteiloser Heiner Müller,
und ich, der im Auftrag der Partei die Politik sozusagen durchzusetzen versuche, auch in diesem künstlerischen Bereich, erklärt mir 1982 das Ende der DDR. Und zwar mit folgender Begründung. Die DDR ist nicht durch eine Revolution entstanden, sondern auf den Bajonetten der sowjetischen Armee. Und der Einfluss der Stalinismus in der DDR im Aufbau der Partei und so weiter sei überall sichtbar. Und die Leute werden sich auf die Dauer das nicht gefallen lassen. Soweit. Dadurch kam dann wohl auch zustande diese Idee, die aus der, die du mir mal im Vorgespräch gesagt hast, entstand, wenn die Revolution irgendwie passiert oder ausgelöst wird, wird sie von den Berliner Theatern ausgelöst. Und mehr oder weniger war es dann ja auch so. Tja. Ja, die Befürchtung war immer, dass im Bereich der Kunst und Literatur etwas passieren wird, das den Führungsanspruch der SED in Frage stellen könnte oder dass Probleme, die dieses Land hatte, und dieses Land hatte genügend Probleme, auch ökonomisch, dass das dazu führen könnte, dass das eine breite Masse von Leuten so begreifen wird. Und deshalb waren Schriftsteller und Künstler, Theaterschaffende insbesondere, sehr wichtig. Es gab ja in der DDR, abgesehen mal von der Möglichkeit, im Kabarett mit Zwischentönen auf Probleme aufmerksam zu machen, so was Ähnliches wie eine Sklavensprache. Also es gab ein einvernehmliches Verständnis zwischen Kritikern und dem Publikum, weil das hat kaum ein Wessi verstanden, aber jeder Ossi hat das sofort verstanden, DDR-Bürger, wenn er auf irgendwas angespielt worden ist, so, dann gab es dieses Einverständnis. Und das war natürlich auch gefürchtet. Dazu mal, und insofern ist es ja auch berechtigt zu sagen, aus diesem Bereich kamen wesentliche Impulse. Also von Geistesschaffen, von Künstlern und Kulturschaffenden. Warum? Warum ist das so? Weil wenn ein Land in eine Situation kommt wie die DDR, dass also ein Dialog mit der Partei, ein Dialog zwischen der Partei und der Bevölkerung immer weniger stattfindet, irgendwann mal gar nicht mehr stattfindet, die Leute mit den Füßen abstimmen und in Größenordnung das Land verlassen, dann hat man erstmal eine Mauer gebaut, dann war eine Weile Ruhe, dann gab es auch Änderungen des Kurses von bei Ulbricht, dann kam Honecker, dann gab es wieder eine etwas härtere Tour. Wie auch immer, die Möglichkeit der Verständigung der Partei, die die führende Rolle hatte, mit den Leuten, die davon betroffen war, wurde immer mehr eingeschränkt. Und immer mehr wurde den Leuten erzählt, wie es eigentlich schön sei oder wie schön es eigentlich sei. Und sie haben, wenn sie das Neue Deutschland gelesen haben, die Planzahlen gelesen haben, die Erfolge gelesen haben in der Wirtschaft verglichen mit dem, was sie kaufen oder nicht kaufen konnten, haben sie festgestellt, es gibt mehr als eine Differenz und es gibt Diskrepanzen. Also diese Politik wurde zunehmend unglaubwürdig und insofern entstand ein Vakuum. Da nochmal nachhaken. Wir haben ja auch irgendwie alle mitgemacht. Also ich weiß, dass ich selber Zahlen manipuliert habe, damit die schöner aussahen, damit mein Chef mir einmal über den Kopf geschrechelt hat und gesagt hat, hast du gut gemacht. Ja. Stückzahlen oder was für Zahlen sind das? Ich komme ja aus dem Einzelhandel und da wurden dann halt so Botniks abgerechnet, die wir niemals gemacht haben. Da wurde Jugendarbeit abgerechnet, die wir niemals gemacht haben. Alles schön auf dem Papier passiert. Wunderbar. Also da zeigt sich, wie man so im Einzelhandel Zahlen fälschen kann. Ich habe ja auch mal in einem Einzelhandel gearbeitet, wo das überhaupt nicht möglich war. Also heute ist die Kontrolle, was Zahlen angeht, wesentlich akkurater. Also ich will, weiß Gott, keine Vergleiche zu heute anstellen. Wenn wir in diese Zeit zurückgehen, muss man sich an das erinnern, was man damals gedacht hat, was man damals geglaubt hat, was man damals gefühlt hat, wofür man eingetreten ist. Und ich war nicht Parteisekretär durch Zwang und Druck, selbstverständlich im Auftrag der Partei an der Volksbühne, sondern ich verband mit meiner Parteimitgliedschaft Ideale, also Vorstellungen von einem Sozialismus. Jetzt hat man dafür ein Wort gefunden, für einen demokratischen Sozialismus. Aber wenn du dir die Struktur der DDR angeguckt hast, ob das die Blockparteien waren unter der führenden Rolle der SED, es gab einen hierarchischen Aufbau. Also es war keine Diktatur des Proletariats im Sinne, wie ich das mal bei Marx und Engels irgendwo gelesen hatte im Kommunistischen Manifest, sondern es war
die verengte Diktatur einer kleinen Führung innerhalb der Partei und, was man heute weiß, auch dort einsame Entscheidungen, die mit Demokratie innerhalb der Partei und in der Gesellschaft überhaupt nichts zu tun hatten. Also eine starke Verengung auf eine Beglückung von oben, und ich will nicht sagen, dass bestimmte Dinge wie das Neubauprogramm und andere Sachen, wo den Leuten wirklich geholfen worden ist in der DDR mit einer Wohnung, dass das Unsinn gewesen wäre. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Aus der Notsituation, muss man dazu sagen. Aber darf ich da mal als im Westen geboren und sozialisiert einhaken, was wir immer nicht verstanden haben, die Bevölkerung hat das ja eine ganze Weile mitgemacht. Warum? Also, man kann sich, und das ist heute wie damals nicht anders, nicht aussuchen, wo man oder wo hinein man geboren wird. Also mein Lebensweg als Kind, ich hatte vier Geschwister, meine Eltern waren Umsiedler, wir sind nach Mecklenburg gekommen, aufs flache Land, arm, wenig zu essen, das war Nachkriegszeit. Und ich habe dieses Wirken dieses Staates an Förderung als wohltuend empfunden. Ich bin zur erweiterten Oberschule gegangen, ich konnte studieren. Es gab eine Förderung von Arbeiter- und Bauernkindern, völlig sinnvoll und richtig. Das bedeutet allerdings nicht und entschuldigt auch nicht eine Entwicklung in einem Land, das immer mehr verkrustet und wo solche Ideale, diese Ideale eben nicht mehr gelebt werden können. Und Demokratie zu verbieten oder einzuschränken führt zwangsläufig dazu, dass sich Demokratie dann ein Ventil sucht. Die Leute suchen sich ein Ventil. Also es ist überhaupt gar keine Frage, dass wir in den 80er Jahren und insbesondere zum Ende der 80er Jahre eine hochexplosive Situation in diesem Lande hatten. Und das hat natürlich jeder gespürt, auch ich als Parteisekretär an der Volksbühne, gerade im Bereich der Künstler und Kulturschaffenden. Wir sind also jetzt quasi so in der Gegend, wo es diesen ganz, ganz engen Flaschenhals gibt. Und immer, wenn es ganz eng wird, dann wird irgendwann mal ein Knall gebraucht. Und dieses Empfinden muss zu dieser Zeit ganz ungeheuer übermächtig und überwältigend gewesen sein. Da machen wir dann weiter. Willst du auch noch was zu dem? Dann machen wir jetzt mal die Musik. Dann machen wir die Satire von Rolf Gensrich und dann steigen wir mal so richtig in die Runde ein, auch mit dem Publikum. Das verspricht noch ein sehr, sehr spannender Nachmittag hier in der Danziger 50 zu werden, beim bedingungslosen Nachmittag. Grimm geht ab zur Pfandscheid, der passt. So, das war Franz K. baut die Mauer wieder auf. Sie hören, ihr hört weiterhin den bedingungslosen Nachmittag auf rockradio.de, live aus Berlin, aus dem Zentrum Danziger 50. Und unser Satiriker im Studio, Ralf Gensrich, hat sich schon bereit gemacht und scharrt ein bisschen mit den Hufen. Wir hören auch wieder Rolf Gensrich. Ja, in der ZDF-Satire-Show Die Anstalt wurde der geneigte Zuschauer in der letzten Sendung darüber informiert, dass deutsche Unternehmen jedes Jahr bis zu 1 Billion Euro, das ist eine 1 mit 12 Nullen, am deutschen Fiskus vorbeilavieren. Der Nächste, der behauptet, ich mit meinen gut 7.000 Euro, die ich als Harzi jedes Jahr vom Amt bekomme, lege ich dem Steuerzahler auf der Tasche, der bekommt von mir ins Eilen gezogen. Wenn wir dieses Geld hätten, könnten wir jedem der rund 82 Millionen Bürger in der Bundesrepublik ein jährliches Grundeinkommen von gut 12.000 Euro im Jahr auszahlen, bedingungslos. Letzte Woche musste ich mal wieder zum Amt. Es war ein sehr nettes Gespräch, auch die Bearbeiterin war sehr nett. Soweit erstmal alles gut. Dann suchte sie im Netz auf den Seiten, auf denen ich selbst immer auch keine Arbeit für mich finde, nach 2 Jobs für mich. Einen fand sie, einen zweiten nicht. Konsequenz daraus, ich soll mir jetzt ein Einzeljob-Coaching suchen. Ist das irre? Arbeit gibt's für mich nicht, aber ich soll gecoacht werden. Nun frage ich mich, was so ein Coaching überhaupt soll. Die müssten mir ja eine komplette Gehirnwäsche verpassen. Ich müsste kapitalismusgläubig werden. Das ist so, als wollten sie einen Muslim zum Judentum bekehren. Wird so ein Coaching gemacht, damit ich mich künftig freudestrahlend in der Jobbörse umschaue, auch wenn ich da wieder nichts finde? Oder damit ich mich super gut fühle, wenn die 7500. Jobablehnung kommt, heilt auf wundersame Weise ein Coaching all meine schweren Krankheiten und macht es mich außerdem 30 Jahre jünger? Was lernt man in so einem Einzelcoaching?
Chaka, Kapitalismus ist geil, Chaka, von Fremden ausgebeutet zu werden, ist viel, viel schöner, als sich als Freiberufler selber auszubeuten. Chaka, es ist geil, anderen Menschen ihren Arbeitsplatz wegzunehmen. Chaka, ich liebe es, anderen Scheiß anzudrehen, den sie gar nicht haben wollen. Chaka, Chaka. Nein, ich will die DDR nicht wiederhaben, wie viele andere vielleicht. Aber ich will auch nicht diese Gesellschaft, die wir jetzt haben. Ich will eine soziale Marktwirtschaft, bezahlbaren Wohnraum und ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil wir es uns hier oben leisten können. Wir leben in der Bachschischlicht. Ihr hört rockradio.de, das Ganze live aus dem Zentrum, Danziger 50, auch mit Publikum, das dann sicherlich noch Fragen stellen wird, davon gehe ich mal aus. Und Olaf, wir machen weiter mit dem 4. November, da war doch irgendwas, ja, ich kann mich entsinnen, ich war dabei. Wobei ich allerdings auch noch wissen wollte, was haben wir eigentlich gerade als Musik gehört? Ach, das habe ich ganz gepennt. Die Bakschisch-Republik vom Herbst in Peking. Die Bakschisch-Republik. Ja, kommt mir auch sehr bekannt vor. Wir haben also auch noch den Chat offen. Da sind laut der Anzeige 4 Leute drin, die aber bisher noch nichts gechattet haben. Wir würden die Fragen gerne live hier on air stellen. Wenn ihr uns eine da reinschreibt, dann sehen wir das glücklicherweise. Also mit anderen Worten, alles jetzt offen und wir bitten um Fragen. Jetzt hatten wir die Situation, bevor wir rausgegangen waren, dass diese Spannung immer unerträglicher wurde, dass die Demonstration gefordert wurde, eine große Demonstration. Gab es da so konkrete Vorstellungen, wie die aussehen sollte, wo die sein sollte? Die konkreten Vorstellungen gab es, jedenfalls aus Sicht des neuen Forums, dass diese Demonstration in Berlin stattfinden wird, unter Führung der Künstler aus Berlin. Das stand von vornherein fest. Und die Künstlerschaft in Berlin hat das ja dann auch gefördert. Insbesondere Deutsches Theater, Volksbühne, überhaupt Leute vom Theater. Die waren führend dabei. Und mit uns zusammen. Auch die anderen Bewegungen, Demokratie jetzt und wie hießen die anderen? Noch eine. Demokratischer Aufbruch. Die hatten sich vereinigt und wir haben dann eben halt. Aber die federführend aus meiner Sicht lag bei den Künstlern aus den Theatern. Das war so. Der Satiriker Alphonse, der im Fernsehen häufiger auftritt, hat ja unlängst mal gesagt, wenn man einem französischen Publikum sagen würde, dass es ein Demonstrationsrecht in Deutschland gibt, dass mit anderen Worten, wenn man eine Demonstration in Deutschland machen möchte, man auf ein Amt geht und sagt, also nächste Woche Mittwoch um 16 Uhr möchte ich mich ungeheuer öffentlich aufregen, dann sagen die einem, ja, da haben wir ein Formular dafür vorbereitet, bitte füllen Sie das hier aus. Das wäre in Frankreich eine Riesenpointe. In Deutschland machen wir das so. Da wissen wir heutzutage, es gibt ein Demonstrationsrecht. Demonstrationen müssen angemeldet werden. Wie war das in der DDR? Ja, auch da mussten Demonstrationen selbstverständlich angemeldet werden. Ich mache nochmal eine Vorbemerkung, weil es begann eigentlich mit einer Gewerkschaftsfeier zum 7. Oktober. Hatte die Gewerkschaftsgruppe, Marion Wandekamp war nicht in der SED, war die Vertrauensfrau der Schauspielerinnen an der Volksbühne. Die macht eine Gewerkschaftsfeier und diese Gewerkschaftsfeier verlief dann so, dass sehr viele Kolleginnen aus den anderen Theatern dabei waren, auch andere Intendanten, und man wusste schon, es geht hier nicht ums Feiern, sondern es geht hier um das sich verständigen, was tun wir in dieser Situation. Und in diese Veranstaltung, oder die meist im Stehen stattfand im Foyer der Volksbühne, weil kein Platz war, es waren zu viele Leute da, kamen Zeugen, die Nachrichten aus Dresden, die Ereignisse auf dem Bahnhof in Dresden, als die Züge aus der Botschaft in Prag da durchfuhren und wo zum ersten Mal die Staatsmacht gezeigt hat, dass sie zugreift. Wir hatten das vorhin schon mal mit der Gethsemane-Kirche, das war ja so ähnlich, aber etwas später. Und da war zum ersten Mal klar, es wird Auseinandersetzungen geben und man muss sich öffentlich zu Wort melden. Und dann gab es das Gespräch, was könnte man tun?
Dann wurde eine zweite Runde vereinbart. Dieter Mann, der Intendant vom Deutschen Theater, bot an, dass diese Runde dann in oder diese Versammlung dann am Deutschen Theater stattfindet. Und es wurde die Idee geboren, eine Versammlung zu organisieren für Pressefreiheit. Erstmal unter diesem Thema. Und ich wurde gefragt, was macht man dann, wenn man sich versammeln will? Ich sage, dann macht man das, indem man zum Polizeipräsidenten Friedhelm Rausch in Berlin geht und sagt, wir wollen eine Demonstration machen. Ich habe den Weg ein bisschen geöffnet, weil ich Friedhelm Rausch kannte und habe darauf hingewiesen, dass man seinen Personalausweis dabei haben müsste. Und so ist auch passiert. Wir waren zu der Zeit, als die Anmeldung dann konkret erfolgte, in der Sowjetunion, in Moskau und in Smolensk auf Tour mit der Volksbühne. Als wir zurückkamen, stand der Termin dann bereits fest für diese große Demonstration und die Volksbühne selbst. Sie können sich an die Rednerinnen und Redner zum großen Teil erinnern. Steffi Spira, Jan-Josef Liefers, Heiner Müller, der gesprochen hat. Ja, das sind die von der Volksbühne, ja, viele andere auch, aber das sind die von der Volksbühne. Und wo war der Zeitpunkt und wann war der Zeitpunkt, nachdem wurde gefragt, wo mir klar war, dass das Ende der DDR bedeuten wird, an diesem Tag ist mir das klar geworden. Ich habe meinen Sohn am Vortag, ich habe meinen Sohn, der damals in West-Berlin lebte, angerufen, habe gesagt, Christian, komm, wir schauen uns das an, ich bin mit dabei. Das ist das Ende der DDR und ich war konfrontiert auf dem Platz mit vielen, die einen anderen Sozialismus wollten. Mir war aber klar, dass das sozusagen nicht mehr zu reparieren war. Die Ereignisse danach haben mir Recht gegeben. Ich bin gar nicht glücklich gewesen, dass ich da Recht gehabt hatte. Es ist übrigens in diesen Reden, viele sind bekannt, vieles prophetisch gewesen. Die Rede von Heiner Müller am 4. November hat kaum jemand verstanden, der sich für freie Gewerkschaften eingesetzt hat, für die Vertretung der Interessen, weil er davon ausgegangen ist, wie ich, es wird der Kapitalismus kommen. Das muss man sich heute mal überlegen. Man kann diese Reden ja nachhören und nachvollziehen. Damals hat es kaum jemand zur Kenntnis nehmen wollen, es ist aber so gekommen. Ich habe jetzt in mehreren Dokumentationen, also Originalaufnahmen, aber auch in den nachgestellten Spielfilmen gesehen, die Leute haben dagestanden und haben gerufen, Mauer auf, wir kommen auch wieder. Also das heißt, die haben ja signalisiert, wir wollen ja eigentlich gar nicht rüber in den Westen auf Dauer, wir wollen ja hier bleiben. Was ich mich immer gefragt habe, warum hat man sich als DDR-Führung da nicht drauf eingestellt, gesagt, okay, wir machen die Mauern auf, die Leute, hat man das nicht geglaubt oder wie war das, Mauern auf und wenn die Leute wiederkommen, dann brauchen wir keine Mauern und dann kann vielleicht ein anderer Sozialismus einziehen oder ist das jetzt von mir naiv gedacht? Herrschaftsanspruch hat immer mit Angst zu tun. Dieses Volk wurde mit Angst regiert. Angst, dass die Menschen und diese Angst daher berechtigt von den Herrschenden, Angst deswegen, dass sie halt ihre Macht verlieren. Dazu gab es genügend Indizien. Und zwar dieser Druck, ausreisen zu möchten, das war eigentlich ein Gespenst, das war ein Menetekel. Dass, wenn sie mit Parteigenossen gesprochen haben, nicht unter Künstlerkreisen. Das waren ganz tolle Leute. Aber in Betrieben, der Parteisekretär einer Abteilung, das waren Terroristen, die letztendlich den kleinen Arbeiter, ob er an der Werkbank stand oder im Büro saß, die wurden so unter Druck gesetzt, das fing damit an, in die DSF eintreten zu müssen oder sonstige Dinge zu tun. Es war alles nur noch Zwang. Niemand wollte freiwillig zur Mai-Demonstration gehen. Es war immer nur Zwang. Und wenn man nicht hingegangen ist, dann musste man unter Zwangsmaßnahmen leiden. Manche wurden sogar am Arbeitsplatz versetzt. Sie haben dann eine andere Arbeit bekommen. Ich muss da mal wieder anhauen an die Kerbe. Zum Beispiel, wenn man an so einem 1. Mai, wo man demonstrieren war, am Endbahnhof der U-Bahn-Linie 5 am Alexanderplatz eingestiegen ist in die eigentlich leeren Wagen, da saß dort schon in jedem Wagen mindestens eine Person drin. Das wusste man. Das hat man gesehen. Das war normal. Aber das war Angst, die man da verbreitete. Ja.
Also ich habe ein bisschen Widerspruch. Das, Klein war noch nicht. Ja, ich habe einen Widerspruch, den melde ich jetzt schon mal an. Ja? Ich war am Gericht, an einem Kreisgericht, als Schöffe tätig, 30 Jahre. Was dort von vornherein festgelegt wurde, wie die Menschen verurteilt werden mussten und auch wurden, das war himmelschreiend. Ob das nun der kleine, sagen wir, Dieb war, der in der Kaufhalle dort halt was gestohlen hat, oder ganz schlimm war es ja in Sachen politische Ideen, wenn zum Beispiel ein FDJler in einer Abiturklasse irgendetwas an der Politik der DDR kritisiert hat, war er sein Stuhl in seiner Klasse los, wurde er sofort suspendiert. Da gibt es tausende Beispiele. Ich denke nur noch an die Ossitzky-Oberschule hier in Berlin-Pankow. Da waren Schüler, die haben sich ein bisschen aufgelehnt. Die wurden sofort rausgeschmissen. Dieses System hat sich nur durch Angst getragen. Da gab es kein edles Motiv. Also das heißt, eine offene Grenze wäre da völlig kontraproduktiv. Ja, okay. Das wäre der Tod der DDR. Und ist es ja auch. Gut, und der Widerspruch heißt, dass ich viele in meiner jetzigen Partei in der Linken kenne und kennengelernt habe, die eben von diesem Ideal eines demokratischen Sozialismus nicht lassen wollen, selbst bei den Erfahrungen, die sie auch in der DDR gemacht haben. Was du sagst, was sie sagen, gilt zweifellos, ist zweifellos richtig, aber für die Mehrzahl der Menschen, und das würde ich auch in der Entwicklung der DDR ganz unterschiedlich betrachten. Also viele haben ihre Kraft, ihre Anstrengung gegeben für dieses Land, das ein kleines Land war, mit wenig Rohstoffen, um das Leben für die Leute hier erträglich zu machen, auch unter den Bedingungen. Und was wir immer ausblenden in diesen Diskussionen, ist ja zum Beispiel nicht nur die Tatsache, dass West-Berlin und Westdeutschland immer ein Schaufenster gewesen sind, ist, wo man sagt, also den Leuten geht es da besser, die können da einfach mehr kaufen, die Waren haben wir hier nicht. Es gab auch den Kalten Krieg und die Blockauseinandersetzung. Also ohne diese Betrachtung wird man auch nicht verstehen, weshalb sich so viele Menschen nicht aus Angst und Druck und Zwang, sondern aus innerer Überzeugung für dieses Land eingesetzt haben und auch 89 noch dieses Land erhalten wollten und keinen Kapitalismus wollten. Also sonst würde man das ja nicht verstehen. Es hat das gegeben, es hat sehr viel Unrecht gegenüber denen gegeben, die eine andere Auffassung hatten, die verfolgt, eingesperrt worden sind, die ihre Studienplätze fand, es hat das alles gegeben. Die Mehrzahl der Menschen in diesem Land ist davon so nicht betroffen gewesen, obwohl ich auch sage, diejenigen, die aus Idealismus gehandelt haben und heute aus Idealismus dabei sind, für einen demokratischen Sozialismus eintreten, das ist auch nicht die Mehrheit der Leute, das muss man auch sagen. Ja. Sie haben mitgemacht, aber von innerer Überzeugung dabei zu sprechen, das halte ich für nicht korrekt. Nämlich, wenn man schon alleine davon ausgeht, wenn man sich allabendlich das Publikum angesehen hat, das hier in der DDR lebte, welche Sender wurden gesehen? Die haben sich kaum DDR-Fernsehen angesehen. Zweitens, diese innere Überzeugung, die du erwähnst, die war nicht da. Das war eigentlich nur, um zufrieden leben zu können. Wenn jemand ständig rummeckert und rumkritisiert, der wird niemals, egal wo er lebt, Zufriedenheit finden. Und so ähnlich war es auch in der DDR. Da waren so viele, die den Mund gehalten haben. Am besten hat man das gesehen, wenn man zum 1. Mai, am Vorabend des 1. Mai, die Karl-Marx-Allee lang gegangen ist. Dann hat man genau gesehen, wer wirklich ein Klakör war. Da hingen nämlich die Fahnen raus. Und interessanterweise, so viele Parteigenossen hat es nicht gegeben. Da waren auch Leute bei, die wirklich aus tiefster Überzeugung diesen Staat vertreten haben. Richtig, aber das war keine überwiegende Mehrzahl. Die überwiegende Mehrzahl hat lediglich den Mund gehalten und hat versucht, so gut wie möglich zurechtzukommen. Das war der Hintergrund. Richtig. So, wir haben jetzt hier Frage aus dem Publikum. Frage, wer bist du erstmal? Ich bin Anne. Ich wollte nur mal anmerken zu den Fahnen, das war ja auch nicht immer freiwillig, dass sie da rausgehängt wurden, sondern da haben die Nachbarn ja auch schon geguckt. Das war aber freiwillig. Ich hatte eine Frage zu der Schöffentätigkeit.
Sie haben erzählt, dass Sie das 30 Jahre gemacht haben und dass Sie da viel himmelschreiendes Unrecht erlebt haben und dass Sie sich aber die Politisierung fand dann erst im Juni 89 statt. Wie war das denn vorher? Also man hat ja vorher diesen Widerspruch schon mitbekommen. Sie haben jetzt was gesagt von innerer Distanz, aber hat sich das noch irgendwie anders Bahn gebrochen oder war das dann wirklich erst 89, dass man aktiv geworden ist? Nein, die war nicht erst 89. Das begann ja eigentlich schon zu meiner Kindheit. Der 17. Juni 1953 hat schon Spreu vom Weizen getrennt. Nicht die dort auf die Straße gegangen sind, sondern von einer inneren Überzeugung. Man hat ja Eltern gehabt, man hat Verwandtschaft gehabt, man hat Bekanntschaft gehabt, man hat Schulfreunde gehabt. In den Dörfern, da hat man genau gewusst, wohin dieses System führt. Es war nur auf Gewalt aufgebaut. Und das haben die Kinder schon in der Schule gespürt. Wir wurden ja auch enteignet, aber erst relativ spät. Aber die Bauern, die vor uns enteignet wurden, sind fast alle in den Westen gegangen. Da gab es niemals eine Alternativstimmung, die sagte, jawohl, es könnte was werden mit der DDR. Das gab es nicht mehr. Seit diesem Zeitpunkt nicht mehr. Als man wirklich völlig unschuldige Leute auf der Straße erschossen hat, ähnlich wie an der Mauer. Das gab es einfach nicht. Die Leute haben nur geschwiegen. Es gab ganz wenige, die das System hochgehalten haben. Und das waren meistens MFS-Leute. Halt, jetzt muss ich einhaken, weil ich bin selber in der Partei gewesen, dort noch im August 89 rausgeflogen. Ich habe keinen Parteigenossen erwähnt, ich habe MFS-Leute gesagt. Okay. Gut, meine Frage zielt eigentlich darauf, wenn Sie als Schöffe in einem Prozess waren und Sie haben festgestellt, da gibt es jetzt ein ungerechtes Urteil, da wird jemand ziemlich hart dafür bestraft, dafür, dass er eine eigene Meinung hat. Und Sie kommen nach Hause, was passiert dann? Also beschwert man sich darüber, redet man mit Leuten darüber oder redet man eben nicht, erträgt das und hat dann in sich eben eine Dissonanz und muss damit irgendwie leben. Wie Richtig. Schafft man das nächste Mal wieder als Schöffe dahin zu gehen oder zu seinem Parteisekretär zu gehen, weil man ein Problem hat auf Arbeit? Und wie hält man das aus? Was das macht man da konkret? Das kann man nur so aushalten, indem man da mal eine innere Distanz aufbaut. Ohne den wäre es nie gegangen. Sonst wäre man ja ein Heuchler. Ich bin durch einen Zufall als Schöffe. Dann wurde man nicht irgendwie, konnte man nicht heutzutage hingehen, ich möchte Schöffe machen. Gibt's nicht. Da wurde man ausgesucht. Und zwar nach Kriterien. Und das waren Kriterien, die ich eigentlich nie erfüllt habe. Ich war beim ADMV, habe dort den ADMV in einem Ort bei uns geleitet. ADMV heißt Allgemeiner Deutscher Mobilverband. Jetzt ist es der ADAC. Und diese gesellschaftlichen Organisationen haben irgendwann einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr eine Auflage bekommen, die da lautete, aus deinen Reihen bitte Leute, die dazu in der Lage sind, als Schöffen vorzuschlagen. Und dieser Vorschlag wurde dann auch sofort durchgesetzt, dann wurde man Schöffe. Rein politisch gesehen war ich gar nicht geeignet dazu. Aber man hat mich genommen, weil ich angeblich ein sehr guter Staatsbürger war, weil ich den ADMV sehr gut leitete. Das war der Hintergrund. Und ich habe dann als Schöffe miterleben dürfen, wie sich dieser Unrechtsstaat aufgebaut hat. Es war ein Unrechtsstaat. Man braucht doch nur die Gesetzesgebung lesen, dann weiß man das. Darf ich hier nochmal einhaken? Also ich habe die Zuschauerinfrage so dahingehend verstanden, dass sie eigentlich wissen möchte, wie du dich da abends, wie man so schön sagt, kann man sich dann abends noch im Spiegel angucken. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie war das bei dir? Also, ich in der DDR fand ich nichts gut. Nur das eine, das Familienrecht. Das ist heute noch mit das Modernste, das je geschrieben wurde. Ich habe meistens Familienrecht gemacht. 30 Scheidungen in einem Monat. Nee, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich war Leistungssportler. Ich konnte tiefe Atempause. Ackern wie ein Wilder auf dem Feld. Ich musste ja arbeiten. Hat mich nicht gestört. Wenn ich nach Hause kam, ging es weiter. Aber nach einem Tag am Gericht bin ich nach Hause gekommen, musste ich mich immer hinlegen und schlafen. Manchmal habe ich mich geschämt, Mensch zu sein. Das war der Ausdruck meiner Regung darauf, was mache ich mit dem, was ich jetzt hier erfahren habe. Ich war immer
nicht nach außen. Ich brauchte niemanden, dem ich mein Zeug da vortragen musste. Das habe ich mit mir selbst bearbeitet. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass das viele Leute gemacht haben, dass sie das mit sich selber ausgemacht haben, dann braucht man sich ja nicht wundern, dass es eben sehr lange gedauert hat. Richtig, das war die Frage vorhin, bis sich das dann Bahn gebrochen hat. Korrekt. Also, weil sie haben ja das System damit eben auch gestützt. Sie waren in der Position, als Chefe, und natürlich. Wenn man nichts sagt, richtig, und sondern nur die was sagen, die davon überzeugt sind, dann ist es ja klar, dass erstmal das in der Richtung weitergeht und dass es dann eben länger dauert. Untereinander konnte man reden, aber das hatte nicht irgendwie einen Erfolg dessen, dass man sich jetzt zusammenrottete oder eine Revolution herbeiführte. Man hat untereinander darüber gesprochen. Auch ich habe gesprochen mit vielen, auch mit Schöffen, die wussten es selbst. Das war wie, je tiefer der See, umso sauberer ist er. Das waren immer flache Seen, die waren unten vermodert und wir waren die vermoderte Schicht, die sich nicht wagt, nach außen aufzutreten. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder der Olaf. Wir hat gehen das jetzt mal wieder in die Musik, wobei ich finde, dass die Diskussion sehr spannend wird und ich bin auch gespannt auf die Erwiderung und ich hätte da jetzt auch noch einige Ideen dazu, wie man da möglicherweise etwas zur Gegenwart kommen könnte. Aber erstmal Musik. Ihr hört rockradio.de, das Ganze live aus dem Zentrum Danziger 50 am Prenzlauer Berg. Wir sind eine interessante Runde, eine Kleinigkeit, darf ich da wieder mal beisteuern, diese komischen Sachen, die im Handel passierten, dass zum Beispiel Walnüsse für 9 Euro das Kilo, für 9 Mark das Kilo hinten aufgekauft wurde von den Kleingärtnern und vorne für 6 Mark das Kilo verkauft wurde, sodass man dann vorne wieder die Walnüsse einkaufte und dann hinten verkauft hat. Solche Dinge passierten dann teilweise durch die gestützten Preise. Aber jetzt, Olaf, entschuldige. Naja, wir waren ja jetzt gerade mittendrin in der Diskussion und nachdem die schon etwas lange gedauert hatte, habe ich mal die Musik abfahren lassen. Aber das war ja noch nicht wirklich fertig. Da gab es ja auch noch so diese Lust zum Widerspruch. Und bevor wir jetzt zum 9. kommen, hätte ich gerne noch den Widerspruch zu der vorherigen. Ja, also ich habe das versucht schon zu sagen und an mir selbst, also exemplarisch, niemand kennt sich so gut, sollte so sein, wie man sich selbst sollte so. Ja, es gibt auch Leute, die sich pausenlos selbst belügen, zu denen gehörte ich nicht und zu denen gehöre ich auch nicht. Aber für mich war das tatsächlich der bessere Entwurf, die Deutsche Demokratische Republik. Allerdings, das habe ich versucht deutlich zu machen, an welchen Wegstrecken für mich Widersprüche, das hatte ich da auch irgendwo gelernt im Marxismus, in der Theorie, dass Widersprüche und ihre Lösung die Entwicklung voranbringen. Und dann hat man immer fein unterschieden zwischen antagonistischen und nicht antagonistischen Widersprüchen. Also wer sich mit Marx und Engels befasst, der sozusagen kann das wiederfinden. Und ich habe immer gedacht, diese Widersprüche sind doch lösbar in diesem Land. Die müssen doch gelöst werden und die Entwicklung voranbringen. Dazu muss man was machen. Dazu braucht es Leute, die davon überzeugt sind und sich dafür einsetzen. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass ich mir dieses Ideal lange aufgehoben habe und dass es sich gerieben hat mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ich glaube, da habe ich auch keinen Zweifel dran gelassen. Ich kann für mich sprechen und für viele, die ich kenne. Ich habe in der alten SED übrigens, die ja 1 Millionenheer an Mitgliedern hatte, ob nun Mitläufer oder Karrieristen. Das hat man ja auch gesehen, wie viele dann aus Enttäuschung oder anderen Gründen ihr Dokument auf den Tisch gelegt haben, ne? Als es dann absehbar war, das Ding ist vorbei. Der Drops ist sozusagen gelutscht. Aber es sind auch viele ihren Idealen treu geblieben. Und ich will dieses Aufbauwerk von vielen, vielen Leuten, die das mit Idealismus gemacht haben, einfach nicht diskreditieren. Obwohl ich diese Entwicklung kenne, gesehen habe, die Widersprüche gesehen habe und gesehen habe, es ist nicht mehr zu tragen, weil die Leute diese Art von Sozialismus einfach nicht mehr mittragen. Sie stimmen mit den Füßen ab oder machen die Demonstration und zwingen so die Oberen zum Abtreten. Und weil wir vorhin über den 1. Mai und über die Fahnen gesprochen haben, 2 kurze Sachen, damit es nicht ganz so schwer wird.
Also diese Losung für den 1. Mai, die Führung geht am Volk vorbei. Ich meine, das war schon eine der witzigen Losungen. Und man hat ja gestaunt, mit wie viel Kreativität auf vielen, vielen Plakaten, Losungen, diese Probleme einfach mal, ohne dass die DEWAG dafür verantwortlich war oder irgendeine zentrale Einrichtung, die Leute es selbst auf Bettlaken, auf Transparente gepinselt haben und mitgebracht haben. Also hier hat sich etwas Bahn gebrochen und zwar auch etwas lustiger. Und mit dem Flaggen zum 1. Mai, ich hatte einen Termin mit Steffi Spira. Sie werden sich erinnern, Steffi Spira hat da gesprochen, nie wieder sollen Pioniere oder FDJler mit Fackeln an den hohen Herren vorbeigehen. Ich hatte einen Termin kurz vorher mit Steffi, das war noch zum Jahrestag und Steffi kam nicht. Dafür rief sie mich an, sagt, Genosse Norbert, ich kann nicht kommen. Ich sage, Steffi, warum kannst du denn nicht kommen? Also in meiner Wohnung sind zwei Herren. Ich sage, Steffi, was für Herren denn? Sie wohnte in der Karl-Marx-Allee und gegenüber wurde die Tribüne aufgebaut. Es war noch nicht der Jahrestag, aber die Tribüne stand schon. Ich habe eine Fahne aus dem Fenster gehängt, sagt Steffi. Ich sage, naja, was für eine Fahne? Na, unsere Fahne. Ich sage, und deswegen sind zwei Herren bei dir, verstehe ich nicht. Ich habe einen Trauerflor dran gehängt, hat sie gesagt. Ja, also, aber man merkt jetzt so bei diesen Aussagen, also die beiden Gäste, die wir heute hier im Zentrum Danziger 50 haben, haben damals schon relativ deutlich erklärt, welches das bessere System ist, ist jeweils das andere gewesen. Und ich jetzt ebenso wie Juliane als westdeutsch Geborener, ich habe das dann schon in den 90er Jahren, wurde es mehrfach so zitiert, diese Frage und die Systemfrage überhaupt oder die Frage, was war die DDR, das bewegt ja eigentlich nur noch die DDR-Leute. Also als Westdeutscher hat man die DDR so ziemlich ignoriert oder die Fragen, von die DDR aufgeworfen hat oder gestellt hat. Naja, also ich komme ja aus der Punk- und Hippie-Generation, da bin ich als Teenager reingeboren und wir haben uns das natürlich angeguckt und fanden bestimmte Sachen natürlich lustig, so Ede hier, wie hieß er, Sudel Ede bei euch, ne? Ja, den, sowas fanden wir witzig, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich über bestimmte Sachen auch diskutiert, also ganz klar Sozialismus, ne, fanden wir natürlich erstmal positiv, aber eben nicht, dass man eingesperrt ist, so, das war natürlich der Punkt, ne, aber es wurde, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, es wurde nicht rundherum abgelehnt, also es wurde schon diskutiert. Ich hatte nur spontan jetzt so eine Idee, bei der Schule und zum Rektor zitiert werden und mal etwas Kritisches gegen die SED gesagt zu haben und dann schon verliert man den Sessel in der Klasse. Erinnere ich mich an meine Jugend in Bayern. Das hat jetzt nichts mit der politischen Systematik zu tun, aber es gibt ja auch ganz normale Verwaltungsentscheidungen. Das Kultusministerium in Bayern, wie viele andere Kultusministerien, hatte da gerade entschieden, dass der Mathematikunterricht völlig umgestellt wird und dass man ab diesem Zeitpunkt zuallererst die Mengenlehre zu lernen hat, bevor man irgendwas anderes lernt. Das mag ja sein. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, ich kriege irgendwas beigebracht, was vollkommen in die Enge führt, in die Irre führt, und habe einen Schülerzeitungsartikel geschrieben und habe mich gegen das Fach Mengenlehre darin ausgesprochen. Und das ist ja nicht so, dass das nicht genauso gelaufen ist im Freistaate Bayern, dass meine Mutter dann vor den Rektor zitiert wurde und dass der dann erklären musste, wie denn sie darauf käme, in meinem Namen einen Schülerzeitungsartikel zu lancieren, all dieweil es Elterninitiativen gegeben hat gegen dieses Fach und sie verdächtigt wurde, dass sie selbstverständlich, ich muss zugeben, ich habe auch damals schon recht erwachsen geschrieben, dass sie selbstverständlich meinen Artikel geschrieben hat. Und gut, ich bin deswegen nicht von der Schule geflogen, aber der Rektor war doch sehr froh, als ich aus anderen Gründen dort weggegangen bin. Also es kommt mir nicht so weit weg vor, wie das jetzt in den Gesprächen uns immer erklärt wird. Das kann sich ein Westdeutscher alles gar nicht vorstellen. Solche Erlebnisse hat ein Westdeutscher gar nicht. Also zur Bayern. Obrigkeit zitiert werden, also das ist heute ist auch noch so. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Also wir müssen natürlich auch eine Unterscheidung machen zwischen Bayern und Westdeutschland. Dem Rest der Republik. Das trifft ja gar nicht zu. Wenn ein guter Schüler zu seinem Lehrer gegangen ist und hat den Unterricht kritisiert, da kam keine Repressalien. Da wurde richtig sachlich drüber diskutiert. Aber wenn es um politische Dinge und wenn es noch so abwegig war, da war Schluss. Und politisch in Bayern kann ich mir nicht vorstellen, wenn jemand da gesagt hat, die CDU finde ich doof, da ist keiner. Da hätte ich aber gesagt, die SED ist doof, na Hilfe. Da bin ich aber nach Hause geflogen. Aber man, glaube ich, konnte, also wer sich in der DDR als DDR-Bürger bewegt hat und wenn man so eine Sammlung von DDR-Witzen
sich vergegenwärtigt, die damals kursierten. Da ist immer gesagt worden, die sind im Hohen Haus, also gemeint war das Zentralkomitee, erfunden worden für die Volksbelustigung. Auch hier gab es einen Volkswitz, der schon die Dinge aufs Korn genommen hat. Ich will vielleicht noch etwas sagen, weil etwas Ungläubigkeit da ist. Also ich war Parteisekretär an einer Einrichtung, wo die Mehrheit der Mitglieder der Partei Schauspieler waren. Das war der Unterschied von der Volksbühne zum Deutschen Theater, zur Staatsoper oder woanders. Und die haben Walfriede Schmidt, die sich heute dazu bekennt, viele andere auch, Günter Junkanz, der vor kurzem gestorben ist, Steffi Spira mit ihrer Vergangenheit als Begleiterin von Anna Segers im Exil in Mexiko. Das waren doch alles Leute, die nicht dumm waren und nicht Duckmäuser waren, sondern die haben ihren Mund aufgemacht. Wir haben über viele Dinge geredet und jahrelang, bis sie dann zu mir gesagt haben, dann kam Gorbatschow. Gorbatschow war für viele in der DDR, also Glasnost und Perestroika. Es wird jetzt die Wahrheit gesagt über Katyn. Es wird die Verbrechen, die stalinischen Verbrechen, es wird nichts verschwiegen. Die Leute sollen zu Wort kommen. Es war eine Hoffnung für dieses Land und wir wussten doch, ohne die Sowjetunion wären Änderungen in diesem Land auch nicht möglich gewesen. Das hat man doch immer ablesen können aus den verschiedenen Kursen, die die Sowjetunion mit der DDR vorhatte und führte. Brezhnev und dann zwischen Intermezzi und dann kommt Gorbatschow. Und da haben die Leute zu mir gesagt, Norbert, das diskutieren wir jetzt. Das haben wir dann diskutiert, trotz Kurt Hager. Ne? So, und dann haben wir es aufgeschrieben, haben sie gesagt, Norbert, schreib das auf, die Diskussion, und trag's hin. Dann haben wir es aufgeschrieben, ich habe es unterschrieben, habe es hingetragen. Und was hat mir der Schabowski gesagt, der damals hier der Chef der SED in Berlin war? Norbert, wenn wir nicht wüssten, dass du das nur unterschrieben hast, damit wir dich wieder zurück ans Theater schicken könnten, ich habe gesagt, na und was antwortet? Ich sage, was antwortet ihr? Es gibt keine Antwort, sagte Schabowski. Also der ist nicht bloß berühmt geworden durch sein Unverzüglich oder so, dieses Zitat, das alle im Munde führen jetzt zum Jahrestag, sondern der war wirklich auch in Verantwortung als Partei, als erster Sekretär der Bezirkszeitung der SED hier in Berlin. Und der sagte mir, also normalerweise müssten wir dich jetzt ich sag ja, die Zeiten sind nicht mehr so. Und zu anderen Zeiten, da hast du dann recht, wäre ich wahrscheinlich nicht zurückgegangen als Parteisekretär an der Volksbühne. Aber die Zeiten waren so, das konnte sich schon keiner mehr leisten. Ja. Dazu möchte ich was sagen. Ihr als Künstler wart privilegiert. Ihr hattet Möglichkeiten, ins Ausland zu fahren, egal wohin. Der kleine Mann auf der Straße durfte das nicht. Vergiss das bitte nicht. Ich hatte einen Hauptabteilungsleiter, der war verheiratet mit einer Balletteuse an einer komischen Oper. Dadurch habe ich sehr viele Künstler kennengelernt, unter anderem Günter Golosch und Rainer Lacomi und mehrere Sänger. Wir haben zusammen gefeiert. Unter anderem auch von Karat. Die konnten sich das einfach nicht vorstellen, dass wir kleinen Leute auf der Straße nicht nach drüben fahren können. Die waren so von sich eingenommen, die haben das nicht festgestellt, dass der kleine Mann auf der Straße diese Privilegien nicht hatte. Das gab's. Ich kannte auch von der Volksbühne, wie hieß er schnell wieder? Ich hab vergessen. Der kam auch dorthin. Auch ein Schauspieler, ein toller, also ein Schauspieler. Ich bin einmal im Monat in die Volksbühne gegangen. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber die meisten Künstler waren so abgehoben. Sie hatten auch nicht diesen Kontakt zum kleinen Volk, weil sie auch sehr gut waren. Sie wurden ja auch umhätschelt und umtätschelt. Das wissen wir alle. Und deswegen ist das alles mit Vorsicht zu genießen, was du jetzt eben gesagt hast. Mal entscheiden, weil wir haben eine Frage aus dem Publikum. Und ich denke, wir möchten noch kurz auf den 9. November selber nochmal drauf zukommen. Ne? Ich habe eine kleine Verständnisfrage, und zwar eigentlich an beide. Der Moderator hat vorhin gesagt, dass der jeweils andere immer für das andere System war. Das hatte ich jetzt bisher gar nicht so verstanden, sondern ich habe eigentlich so verstanden, dass beide jetzt die Umsetzung des Systems nicht gut fanden. Und ich wusste jetzt von Ihnen, dass Sie, dass die Ideologie halt auch Ihre war. Also das haben Sie eben vertreten, den Sozialismus. Mich würde das jetzt nochmal von dem anderen Herrn interessieren, wie denn Sie zum Sozialismus dagestanden haben. Was haben Sie dazu gesagt? Eine, also die Umsetzung Geschichte war klar, aber... Ich durfte offiziell nicht das Abitur machen. Aber auf dem zweiten Bildungsweg war das auch möglich.
habe es mit sehr gutem Abschluss geschafft und dann habe ich mich an die Universität, heute Universität, Karl-Marx-Stadt beworben, hieß es ja damals. Dann gab es ein Aufnahmegespräch, da wurde man über alles gefragt. Dann wurde ich auch gefragt, dann wie ich über die Politik der DDR denke, habe ich gesagt, Politik ist für mich eine Gewissensfrage. Da durfte ich nach Hause gehen. Da hat man mich nicht genommen. Das kennzeichnet doch was Verstand. Ich als kleiner Mann sah, dass Politik eine Gewissensfrage war. Da sagte daraufhin derjenige, der mich dort befragt hatte, was denken Sie denn, meinen Sie, Erich Honecker hat kein Gewissen, wie er mich da angeblickt hat. Oh, das ist so viel los. Tschüss, Wiedersehen. Ein Jahr später hat es dann geklappt. Noch eine Geschichte. Bevor ich studiert habe, mein Vater war meine Leitfigur. Der war Fliegerpilot bei den Nazis, aber kein Nazi. Also ich werde auch Flieger. Also was geht, nur um dorthin zu kommen, zur NVA. Also habe ich mich beworben zur Offiziersschule. Ja, natürlich wurde ich da aufgenommen. Meine, wie sagt man, keiner politischen Akten war toll. Ich hatte keine Westverwandtschaft. Ich war lediglich nicht in der FDJ. Auch nicht in den Pionieren. Konnte man alles noch nachholen. Prüfung, Aufnahmeprüfung bestanden. Und dann saß da in einem Gremium vor mir. 6 Generäle und Oberste und alles ehrwürdige Herren. Na, erzähl doch mal aus deiner Jugend. Kommst du aus Wustermark? Das ist ja an der Grenze. Wie war denn da so der Tagesablauf? Och, ich naiver Bäcker. Natürlich bin ich jedes Wochenende nach Westberlin gefahren, ins Kino gegangen. Da konnte ich nach Hause gehen. Da hat man mich nicht genommen, so Offiziersschule. Bernd? Da meine Karriere zu Ende. Ich unterbreche dich ungern, aber ich habe die Frage so verstanden, wie denn nun deine wirkliche Einstellung, habe ich das? Nein, natürlich, die kommt doch raus. Genau. Ideal des Sozialismus. Also da gab es kein Ideal. Es geht nicht um die Umsetzung mir jetzt, sondern es geht um die Idee des Sozialismus. Genau, dass du da nochmal was zu sagst. Die Idee, die gab es eigentlich nicht. Auch beim kleinen Sozialismus, der Begriff war ein fader Begriff. Das war kein Begriff, der substanziell zu fassen war. Nichts. Schon gar nicht auf dem Lande. Wir waren alle, schauen Sie mal, das kann man gar nicht mit Worten fassen. Wie der kleine Mann auf der Straße, ob er nun der Bauer war, auf dem Dorf oder der Kleinstädter in der Kleinstadt oder Großstädter, da gab es kein Schwärm für den Sozialismus. Es gab nur ein Schwärm dafür, was man nicht hat. Das prägte die Leute. Sozialismus und Kapitalismus war wurscht. In der Schule bekam man ja gelehrt, jawohl, Kapitalismus, ganz was Böses. Und diese Ideologie, die schon in der Grundschule angesetzt hat, aus den Geschichtsbüchern war das schon zu entnehmen, in welchen oder mit welchen klassenpolitischen Doktrinen man dort gearbeitet hat, das hat der kleine Mann doch gar nicht gemerkt, aber das wurde doch infiltriert, man wurde doch... Jetzt wurdest du gefragt, aber... Bitte? Jetzt wurde das aber du gefragt, du redest mal wieder von Mann. Ja, ich beziehe mich darauf, das war okay. Nämlich ich, die, der wir, so gedacht hat. Wir wollen ein Statement, ein persönliches Statement möchte unser Gast. Das habe ich doch gleich gesagt, Sozialismus und die Begriffe waren nicht existent, sie waren nicht irgendwie fassbar. Olaf, machen wir da eine kleine Musik. Langsam begreife ich, aus welcher Idee heraus das Lied Sag mir, wo du stehst geschrieben wurde. Und das ist jetzt so eine musikalische Assoziation, dass ich glaube, wir könnten wieder mit einer Musik weitermachen. Das war mein Blog. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt für die Demonstration am 4. November viel gehört. Wir haben heute den 9. November und Norbert hatte vorhin gesagt, am 4. November war es klar, dass so etwas wie der 9. November passieren würde, aber sicherlich war es noch nicht klar, wie sowas passieren würde. Gab es da Vorstellungen, also was passiert, weil keiner hat ja damals damit gerechnet, dass es so passieren würde, wie es passiert ist. Also dieses Reisegesetz, das dann im Entwurf am selben Tag erarbeitet, übrigens durch einen Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit, das kann man ja auch nachlesen,
dass dann im Eilverfahren der Minister der Justiz hatte Einwände, im Eilverfahren tagsüber rumging und abends durch Schabowski diese Reiseregelung verkündet wurde, und weil er einfach mal nicht mitbekommen hatte, dass es am nächsten Tag und mit Antrag sein sollte, hat er sozusagen die Grenze geöffnet. Also es war eine ziemlich chaotische Zeit, wer sich daran zurückerinnert. Es war der letzte Versuch der SED mit Egon Krenz, der ja auch keine Erneuerung gewesen ist, wie man weiß. Und auch schon am 4.11. hervorragend persifliert wurde. Egon, warum hast du so lange Zähne? Das ist fast eins der berühmtesten Bildnisse von dieser Demonstration. So. Also es wurde fieberhaft versucht, jetzt irgendwie gegenzusteuern mit einer ganz unglücklichen Rede ans Volk. Das hätte, aber wie auch immer. Es war zu spät und es war vorbei, und was dann passiert, ist eigentlich nur die logische Konsequenz gewesen. Es gab auch keine Regelung. Das Volk hat sich dann die Straße erobert, die Grenzen wurden aufgemacht, und was bezeichnend ist, weil wir das vorhin schon mal hatten, da war ich ja immer noch Parteisekretär in der Volksbühne, da sind die Bühnenarbeiter zu mir gekommen und haben gesagt, Norbert, also wir gehen heute mal rüber, also als die Grenze offen war, wir gucken uns das an, wir kommen zurück, der Theaterbetrieb wird weiterlaufen, mach dir mal keine Sorgen, wir bleiben nicht drüben. Also das war ja auch die Grundstimmung, wir wollen es mal sehen, wir wollen mal rüber, und auch kein Wunder, okay. Wenn du Leuten so lange die Möglichkeit nicht gibst, sich selbst davon zu überzeugen, wie sieht's da aus, sondern nur Rentnern und in dringenden Familienfällen, es hat sie ja gegeben, oder Gegenbesuche, da hat man auch nicht das richtige Bild, man war halt neugierig, man wollte's wissen. Und insofern, ich habe am Fernseher gesessen, ich konnte es nicht begreifen und gesagt, aha, naja, das ist die logische Folge. Hoffentlich geht's ohne Gewalt ab. Und das muss ich auch sagen, ob in Dresden, ob in Leipzig, ob in Berlin, bis auf die Sache in der Gethsemane-Kirche, davon wirst du mehr wissen als ich, da habe ich auch nur die Bilder gesehen, und die Wirkung gehört hinterher von Leuten, die die ganze Nacht irgendwo standen und verhaftet waren und ich eigentlich nicht wussten, warum, sei es drum. Mies und schlecht, aber diese Führung hat die Sache nicht mehr in den Griff bekommen. Die Leute haben es anders entschieden, und was dann kam, war die logische Folge. Ich habe noch, um das abzuschließen, lange Zeit danach gedacht, dass es möglich sein wird, in einer deutsch-deutschen Konföderation das, was ich für behaltenswert und für wert hielt, dass es auch übrigens in einer neuen Verfassung, irgendwie ist ja alles unter den Tisch gefallen durch die Angliederung und nicht durch die Vereinigung, wie es so schön heute heißt. Ja, ich habe gedacht, es wird noch eine Zeit lang gehen und wir werden etwas einbringen können in die Geschichte. Es ist anders gelaufen, aber das war dann auch eine logische Konsequenz, fand ich. Ja, dazu noch von mir ein paar Worte. In unserer Zeitung Prenzlberger Ansichten führen wir jeden Monat eine Umfrage durch. Unter anderem war auch mal die Frage, gibt es zum Kapitalismus eine Alternative? Konnte niemand etwas sagen. Und schon gar nicht zum Sozialismus. Dieses Konglomerat aus vielen Ansichten und Strömungen in der DDR war nie homogen. Es gab in der DDR kein wirkliches Miteinander. Das war nur ein Verstecken. Und ich habe in vielen Umfragen ganz privater Natur gefragt, was ist wahr an der DDR lobenswert? Da konnte mir niemand irgendeinen Artikel nennen, der irgendwie wettbewerbsfähig gewesen wäre. Das Einzige aus meiner Sicht war wirklich eben nur das Familienrecht. Diese Freundschaften, die sich im Laufe dieser 40 Jahre DDR zusammengefunden haben, waren innerhalb von Stunden weg. Nachdem die Mauer auf war, gab es diese Freundschaft nicht mehr. Wurde alles zerschlagen. Es ist nicht zerschlagen, es zerfiel. So als wäre es gar nicht da. Freundschaften, die 20, 30 Jahre bestanden waren, auf einmal hatten keinen Wert. Nichts, gar nichts mehr da. Anders bei euch. An den Theatern, da sah das anders aus. Ihr wart ja niemals irgendwie so innerlich zerrissen wie das gemeine Volk auf der Straße. Ihr hattet eure Meinung, aber letztendlich wart ihr Künstler. Und das war euer Zusammenhalt.
den gab es nicht im gemeinen Volk. Der war nicht da. Es hielt den... Darf ich wieder sprechen? Bitte. Also ich kenne das eben auch so, dass dann sich trotzdem noch Freundschaften jahrelang gehalten haben. Also jahrelang. Ja, zum Beispiel. Natürlich gab es noch Freundschaften, aber vom Wesen her, die meisten sind zerfallen. Bis heute habe ich doch Kontakt ich auch, zu, aber zu, die meisten sind zerfallen. Also die große Erzählung, die man so als Westdeutscher dann mitbekommen hat danach, war es, der soziale Zusammenhalt in der DDR war ganz groß und jetzt nachher war er ganz weg. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Jetzt ist das, das wäre jetzt aber so eine interessante Frage, spricht das nun für oder gegen die DDR? Die Frage kann man ja nicht so stellen. Es ist ein rein menschliches Problem. Das kann man mit Fragen gar nicht hinterfragen. Da herrschte ein anderes Empfinden plötzlich in den Menschen, die da plötzlich merken, jetzt kann ich mal was anderes sehen. Da zählte Freundschaft nicht mehr, da war das nicht mehr, da war das nur noch sekundär. Wie kam denn diese Geschichte dann zustande? Weil wie Olaf richtig sagt, das machte hier die Runde, dass das eben so ein hohes Gut in der DDR war und auch noch alles nur geheuchelt. Ich kann dir da ein bisschen zustimmen. Also zum Beispiel an diesem 9. November bin ich damals zu meiner Freundin in die Altmark gefahren, während die mir dann erzählte, als ich endlich da war, du weißt, ich war heute schon in Spandau. Und das hielt dann eben wirklich auch nicht die Wende über. Ja. Ja, aber das wirft ja eine ganz grundsätzliche Frage auf. Und ich denke, wir sollten uns alle, ich bemühe mich zumindest, da klischeefrei zu denken und mich auch in dieser Frage immer selbst zu befragen, wie habe ich mich befunden, wie war dann mein Verhältnis zu anderen danach. Und insofern hatte ich das Glück, und du sagst immer Künstler, ich war ja kein Künstler, ne? Meine Profession ist Diplomfischwirt, ich bin also in keiner Weise irgendwie raus, du warst in keiner Weise Künstler. Selbstverständlich war ich, aber davor war ich auch in anderen Zusammenhängen. Also, liebe Leute, was erwarten Menschen vom Leben? Sie wollen sich kleiden, sie wollen essen, und das kann man schon im Kommunistischen Manifest nachlesen. Also, es ist nur eine Entsprechung, wie Leben stattfindet. Und diese Formel, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann, das wäre jetzt deine These im Sozialismus, war ein richtiges Leben nicht möglich. Aber jeder hat seine Nische gefunden. Dieser soziale Zusammenhalt, der war geheuchelt. Abgesehen mal von der Nische, deren es in der DDR mit Sicherheit sehr viele gab und Ausweichmöglichkeiten gab, es war ein ganz normales Leben. Es war nicht luxuriös, die Autos waren nicht gut. Das kann man doch ohne Häme sagen, nicht wahr? Das waren keine Autos, nachdem wir die anderen kennengelernt haben. Und stelle ich den Luxus gegenüber, den man sich heute leisten kann, wenn man das Geld dafür hat. Heute herrscht diese Ideologie nicht vor, ne? Aber dafür regiert das Geld und du kannst dir halt das, was du willst, leisten, wenn du es dir leisten kannst. Und da waren die Ansprüche der DDR-Bevölkerung sehr viel bescheidener, die der Jugendlichen allerdings etwas größer, wenn es mal auf Sonderzuteilung irgendwie Jeans gab. Dann konntest du sehen, wo die Interessen lagen. Ja, aber Essen, Kleiden, Wohnen, Dach überm Kopf, das sind alles Dinge, Familie und Zusammenhalt. Also ich will in keiner Weise in Frage stellen, dass es in der DDR das nicht gegeben hätte. Und viele, viele Freundschaften haben da selbstverständlich die Wende überdauert. Was schwierig für viele Menschen nach der Wende gewesen ist, das ist eben die andere Seite der DDR, die ist auch ganz interessant. Der Staat hat ja nicht nur reglementiert, sondern auch zwangsweise beglückt und den Leuten die Arbeit abgenommen, fürsorglich. Ja, zwangsweise, das ist jetzt in Anführungsstrichen zu sehen. Aber nicht nur das Familienrecht, sondern viele andere Fragen auch. Also wenn du an die Emanzipation denkst, an die Möglichkeit für Frauen denkst, Kinderbetreuung, Unterbringung und. Also das sind alles Dinge, die ich nicht in Abrede stellen will und von denen ich auch gedacht hätte, dass sie eine größere Chance in dem Vereinigten Deutschland haben würden. Also alles auf einem etwas bescheideneren Niveau, aber angesichts der
Möglichkeiten im Kapitalismus oder der Unmöglichkeiten, sich dieses Reichtums zu bedienen, seines teilhaftig zu werden, da sind die Grenzen heute wieder andere und anders gezogen. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Leute ihre Arbeit einfach verloren haben, weil aus ganz unterschiedlichen Gründen die Arbeit eben auf einmal weg war. Und wenn du mit jemandem redest, der Hartz IV empfängt, der empfindet das als Demütigung und nicht als Bereicherung in einer neuen kapitalistischen Bundesrepublik Deutschland. Das ist einfach so und das ist auch meine soziale Erfahrung. Und deshalb ist die Forderung, dass es den Menschen besser gehen soll, verbunden natürlich auch mit einer Teilhabe am Reichtum dieser Gesellschaft. Und die Bundesrepublik ist reich genug. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Dann danke ich für dieses hochinteressante Gespräch und diese Sondersendung des bedingungslosen Nachmittags zum 9. November, zum 25. Jahrestag des Mauerfalls 89 und heute 9. November 2014. Ich bedanke mich bei allen, die zu uns gefunden haben. Ich bedanke mich bei allen jenen, die uns zugehört und zugeschaut haben. Im Studio waren wie immer Juliane Beer, Rolf Gensrich, Klaus Schnabel-Köplin und Olaf Michael Ostertag. Ich bedanke mich auch nochmal bei unseren beiden Gästen, bei Bernd und Norbert, dass wir so viel Authentisches gehört haben aus dem Jahr 1989, was ja nicht so ganz selbstverständlich ist, dass die Leute, die es tatsächlich erlebt haben, auch heute zu Wort kommen. Viele Leute, die wir jetzt in den anderen Sendungen gehört haben, die haben es ja beispielsweise dann nachgestellt und nachgespielt und sowas. Auch das kann sehr gelungen gewesen sein, wie beispielsweise der ARD-Film jetzt vom Mittwoch letzter Woche. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir hier jetzt etwas mehr und etwas authentischer mitgekriegt haben, wie diese Stimmung gewesen ist. Und was das Besondere, glaube ich, dagegen gewesen ist, war diese Zeit, wo man auf einmal festgestellt hat, dass es ja gar nicht so ist, dass man machtlos ist, auch wenn man das möglicherweise die ganze Zeit eingeredet bekommen hat. Urplötzlich ist man in der Lage, etwas auf die Beine zu stellen, etwas nach außen zu tragen und etwas dann zu machen, was Folgen hat, mit denen man selber möglicherweise auch nicht gerechnet hat, aber die ungeheuer gewesen sind, viel ungeheurer, als man sich das jeder Einzelne, der sich daran beteiligt hat, damals vielleicht ausgemalt hat. Und auf diese eben wirklich gewaltfreie Revolution. Und das ist, glaube ich, wirklich einmalig in der Geschichte. Das wollte ich auch noch, jetzt hat Rolf schon hinzugefügt, genau, das ist auch etwas, was wir hier heute leider viel zu wenig erwähnt haben, also was sehr erwähnenswert wäre oder ist, würde ich sagen, ja. Ich möchte noch was sagen, weil unsere Lebenswege, wir sind hier zufällig zusammengetroffen, wir kannten uns nicht, sehr unterschiedlich aussehen, auch die politischen, die sozialen Erfahrungen, auch die menschlichen, will ich auf jeden Fall dir gegenüber meinen Respekt für deinen Lebensweg, für deine Leistung sagen, weil das gehört sich so, wenn man in einer solchen Diskussion mit unterschiedlichen Standpunkten auch aufeinander trifft. Danke dir. Ich danke dir. Wunderschön. Wir möchten gerne schließen. Heute gab es auch schon vor unserer Sendung eine große Veranstaltung zum Gedenken an den 9. November 89. Interessanterweise war auf diesem Anke Domscheit-Berg. Wer sie nicht kennt, sie hat sehr intensivst vorangetrieben das Open Government, hat auch eine Zeit lang bei der Piratenpartei Funktionen ausgeübt, ist dort wieder ausgetreten, ist Publizistin, war unlängst wieder in diversen Talkshows zu sehen und hat ihr Buch vorgestellt. Ihr Buch heißt Mauern einreißen, beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Mauerfall, vor allem aber mit der Demokratie und wie man die Demokratie auch für sich selber wahrnimmt und tatsächlich sich selber als Demokrat benimmt. Und unser Schlusswort stammt von ihr, beziehungsweise in diesem Fall zitiert sie Alice Walker. Menschen geben am häufigsten ihre Macht dadurch ab, dass sie denken, sie hätten gar keine. Erinnern wir uns wieder an die Macht, die wir haben, um etwas, das uns nicht gefällt, zu verändern. Lasst uns unsere Meinungen wieder laut und sichtbar äußern und die Furcht vor Unannehmlichkeiten überwinden. Lasst uns alle Hebel nutzen, um unsere Kritik unübersehbar zu machen. Lasst uns unsere Empörung wieder massenhaft auf die Straße tragen. Lasst uns den Bundestag mit Petitionen überschütten und so die Agenda unseres Parlaments mitbestimmen. Lasst uns Abgeordnete anschreiben und anrufen und ihnen ehrlich unsere Meinung sagen. Stellen wir ihnen bohrende Fragen, auf die wir eine richtige Antwort verlangen und kein Blabla.
Lasst uns mit Freunden und Kollegen debattieren und den zivilgesellschaftlichen Initiativen die Kräfte bündeln. Nutzen wir die sozialen Medien, um uns zu informieren, zu vernetzen und noch mehr Menschen zu mobilisieren. Es ist nicht nur nie zu spät, der Mensch zu sein, der man gern sein möchte. Es ist gleichermaßen nie zu spät, sich die Gesellschaft aufzubauen, in der man gerne leben möchte und die man seinen Kindern hinterlassen will. In der DDR habe ich nicht nur gelernt, dass das alles möglich ist, sondern auch, dass es aufregend ist, Spaß macht und vor allem auch stolz macht, weil man Rückgrat beweisen, nicht klein beigeben und die eigene Angst und Trägheit überwinden kann. Selbst dann, wenn man nicht erfolgreich ist, verändert es das eigene Lebensgefühl. Wir erkennen es daran, dass wir unseren eigenen Blick im Spiegel gerne erwidern, dass wir gerader stehen als früher und dass wir uns noch etwas mehr aufrichten, wenn uns jemand klein machen will. Es macht uns zu Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, und da wir mit niemandem auf der Welt so viel zusammen sind wie mit uns selbst, ist das etwas sehr Positives. Wir sollten alle danach streben, weil es gut für uns ist und gut für den Rest der Welt, weil wir Menschen sind und weil wir es können.